Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge American Truck Simulator. Guck mal, automäßig müsste alles passen. Aha. Und OBS findet natürlich das Fenster wieder nicht. Danke dafür. OBS. Hey. Hallo? Warum lässt mich ARM nicht mehr aus dem Fenster raus? Normalerweise kann man doch bei ARM einfach aus dem Maus. Hey. Damn, Daniel. Gut, dann wechsle ich. So. Oder auch nicht. Wow. ARM-Talk ist richtig hartnäckig geworden. Ich komme manchmal aus dem Fenster raus. Wie soll ich so bitte schön OBS steuern? Kann ich das minimieren? Kann ich. Okay, dann machen wir es so. Jetzt habe ich gar keine Maus mehr. Hallo American Truck Simulator, was ist los mit dir? Warum blockierst du meine Maus, selbst wenn du minimiert bist? Beenden. Wie soll ich denn jetzt in OBS? So, American Truck Simulator. Kann ich sogar auswählen, obwohl das Fenster schon wieder geschlossen ist. Sehr interessant. Wir probieren es einfach mal. Jetzt ist die Vorschau deaktiviert. Was macht OBS gerade? Was ist los mit diesem OBS? Was ist los mit ATS? So, gut. Dann jetzt nochmal im American Truck Simulator. Ah. Das sieht doch gut aus. Ich hoffe mal, der nimmt doch das Audio auf. Ha. Warnung vor Gesundheitsschäden. Die Meldung ist by the way auch komplett neu. Ich weiß nicht, ob du schon bei der 1.50 dazu gekommen bist oder jetzt mit der 1.51. Ich bin schon mit der 1. Ja genau, ich bin jetzt mit der 1.51. Hatten wir letztens, glaube ich, auch schon, bin ich mir aber jetzt nicht mehr so sicher. Wir machen auf jeden Fall falsches Konto. Ich hab keinen Ton, kann es sein? Also auch ich höre keinen Ton. Ist aber nicht stumm geschalten. Müsste also eigentlich. Ja, ATS ist auf 100%. Mal gucken. Wir machen natürlich Ronix. Ah, doch. Man hört das Klicken. So, Level 8 sind wir schon. Das ist ja. Das aktuelle Profil ist nicht mit World of Trucks. Ja, ist ja gut. Ja, die haben das gesamte Menü hier umgestellt. Jetzt muss ich immer umständlich in so ein komisches Dropdown, also hier in den Profilverwalter reingehen. Karriere fortsetzen. Also sie sind mittlerweile echt ganz schön dabei, das gesamte User-Interface umzuwerfen. Bin ich mal gespannt, wohin das noch führt. Ansonsten weiß ich gar nicht, was mit den neuen Dingern so dazugekommen ist mit der neuen Version. Ich glaube, es gab ein Map-DLC. Änderung am Spiel festgestellt, ja. Ich glaube, wir hatten keine aktive Mission mehr. Glaube ich. Ja, irgendwie so zurückgestellt. Ich habe doch gar keine eigene Maschine. Aber gut, für den Fall, dass wir eine Mission gehabt hätten, hätte er sie zurückgesetzt. So. Wir. Wollen wir mal kurz gucken. Wir sind ja noch im Kredit bei der Bank. Da haben wir. Okay, die 100.000 hat man zurückgezahlt, genau. 400.000 haben wir noch. Okay. Firma, wie geht's denn unseren Fahrern? Den geht's allen ganz gut. Wir haben nur 3 bis jetzt. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir erstmal wieder ein bisschen schneller Auftrag. Gibt es eigentlich mittlerweile in ATS auch elektrische LKWs? Gibt es sowas in Amerika überhaupt? Ich habe so ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Ich glaube ja, es gibt in Amerika elektrische LKWs, aber wie verbreitet die da sind, absolut keine Ahnung. Ich finde es immer noch schade, bei ETS gibt es jetzt mittlerweile 2 elektrische LKWs, dass man hier immer noch nicht nach filtern kann nach, ich möchte elektrische LKW fahren. Dass das immer noch nicht als Filteroption mit zur Auswahl steht. Das ist ein bisschen sehr schade. Ja. Das nur mal so am Rande. Aber ich sehe hier auch nichts mit einem Blitz irgendwie. Ne, das scheint in ATS wohl noch kein Thema zu sein. Sad life.
Sonst gar nicht weiter stören, dann machen wir halt eine normale Tour. Schwerer Transport? Nee, eher nicht so. Aber hier so 50 Tonnen normaler Transport, das ist. Boah, Digga, was ist das für eine Strecke? Kann sein, dass wir mittlerweile Fernfahrer schon komplett ausgemaxt hatten. Ja, ne? War jetzt die ersten Sachen, die wir ausgemaxt hatten. Ach stimmt, genau, hier erkennen, das kam dazu. Das DLC habe ich aber noch nicht gekauft. Ist ja auch nur so ein bisschen. Erstens relativ kleines DLC. Zweitens steht es also so komplett außen vor. Ich wäre davon ausgegangen, dass sie hier oben erstmal weiter fortführen, ne, damit man quasi so als Ebene weitergeht und nicht irgendwie so einen kleinen Ausbruch hat. So, warum hier weitermachen? Also, ja. Also, wenn es nach mir ginge und man ausbrechen würde, dann würde ich sowieso höchstens die beide hier machen oder sowas, um die klassische Route 66 nach da oben zu vervollständigen. Weil die geht ja hier bis zu dem Fluss. Irgendwie hier endet die, glaube. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ich glaube schon. Gut. Da haben wir wieder ganz viele Missionen. Ja. Dann würde ich mal sagen, 48 Dollar pro Meile, das ist schon mal fast 74k, das ist schon ordentlich. Das ist natürlich auch eine schöne Strecke, ne? Die wir dann zu fahren haben. Waren wir hier überall eigentlich schon? Nee, ist alles noch unbekannt hier. Ist alles. Ja, Leute, dann nehmen wir die doch. Ist das eine gute Idee? Ja. Habe ich es einfach mal so entschieden. Zeit zu gehen. Finde ich auch. Gerade Sonnenaufgang, Untergang? Ich glaube, Untergang. Bis 20 Uhr. Oh. Ah, wir haben so einen mehrteiligen Auflieger mit. Ui. Volle Ausbaustufe mit 9 Achsen. Wow. Oh, erstmal Lichttest machen hier. Wie war das jetzt? Nee, war. Okay, die oberen Lampen können schon mal gar nicht leuchten. Oder ist wieder hier diese komische Dachmontierung. Lichter einstellen. Front. Die oberen Lampen leuchten die oder leuchten die nicht? Man sieht es kaum. Obwohl, doch, ich glaube, die sollen leuchten. Ich glaube, das soll ein Leuchten darstellen. Kann man mal gucken. Ich glaube, das ist mit L, ne? Ja, jetzt sind sie aus. Jetzt sind sie an. Okay. Okay. Schnieke. Gut, der Auflieger ist. Man kann gleich hintergucken. So. Dann gucken wir mal, wie wir am dümmsten rauskommen. Die Ausfahrt hier ist relativ eng. Ich habe keine Ahnung, ob wir überhaupt rauskommen. Ich würde erstmal ein bisschen nach rechts. Oder wir machen einen großen Bogen. Genug Platz dafür ist ja, aber wir müssen hier auch in die Richtung. Es wäre also günstig, wenn wir hier einen großen Bogen fahren und dann als Bogen hier rausfahren. Macht das Sinn? Weil sonst ist das hier ganz schön eng. Ich probier's mal. So. Biege nach rechts ab. Wunderbar, Auflieger kommt mit raus. Sehr Demnächst schön. links abbiegen. Hallo, ich sehe den Auflieger nicht mehr. Biege nach links ab. Ja, der Rückspiegel, da ist er, okay. So. Hat haben wir doch gut hinbekommen. Was machst du da? Komm, so weit bin ich jetzt auch nicht auf das, oder? Mein Auflieger? Nee, naja, guck. Da ist doch massig Platz. Weil wohl der jetzt nicht fährt, fährt das auch der hier nicht. Ach Leute. Das ist doch nicht wahr. Ich versuche mal ein bisschen nach rechts zu ziehen. Ja,
Ihm hat tatsächlich mein Auflieger gestört. Ist das eine Pussy? So. Jetzt, wo wir on the road again sind, können wir direkt mal hier ein bisschen Muck anmachen. So, 1500 Meilen haben wir vor uns. Das wird ja schon eine Strecke. Dann sind wir mindestens 4 Folgen beschäftigt. Meine Kabine ist so dunkel, das gefällt mir gar nicht. Weil jetzt wird das draußen gerade dunkel. Gefällt mir auch nicht wirklich. Demnächst rechts abbiegen. Was sagen unsere Werte? Wir haben 74 Stunden, also 36 Stunden Reserve. Okay, wir können also locker dreimal pennen gehen. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Das heißt, wir könnten jetzt schon einmal pennen gehen. Will ich das? Weiß ich gar nicht. Ein bisschen Nachtfahrt kann ja nicht schaden. Ey, was ist denn hier los? Muss ich hier echt mit Doppelblinker durch die Kreuzungen fahren, damit die hier mal ein bisschen Respekt haben vor Aufliegern mit scheiß großen Aufliegern? LKWs mit scheiß großen Aufliegern? Digga! Also, jetzt mal, ne? Real Talk. Also wenn ich an der Kreuzung bin und dann so ein LKW sehe, dann würde ich jetzt gar nicht auf die Kreuzung rauffahren. Sondern warten, bis der Typ da mit seinem scheiß großen Auflieger die Kreuzung freigeräumt hat. Oh, jetzt soll schön bergauf, Alter. Uiuiui. Aber wer hat die Geschwindigkeit? Schnieke. Ach komm, ich hätte gar nicht auf die... Ach doch. Ich wollte gerade sagen, ich hätte gar nicht auf die linke Spur gemusst, aber hier finden sich die Spuren eh zusammen. Whatever. So, da ist der Autobahn. Oder der Highway. Freeway. Was ist das, nur 35? Das ist nothing Bullshit. Da rolle ich ja schneller. Wo es bergab geht. So, was steht da? Boah, Alter, Sonne und oh, ey. Voll in the face mit der Sonne hier. Oh, und schon ist es dunkel. Ah, lässt er mich rein? Keine Ahnung. So, wir dürfen 75. Sehr schön. Ey, warum piepst du noch? Wir dürfen 75. Was ist mit dir los? Haben wir Nackholm. Mein LKW ist dumm, der hat kein Internet. Und da zieht er uns vorbei. Ich glaube das nicht. Was ist los mit dem? Das ist nicht die feine Art. So, dann machen wir mal Tempomat hier rein. 75, so ungefähr. Und dann gönnen wir mal durch die Gegend. Eine schön entspannte Fahrt. Sehr geil. Jetzt ist der echt auf die linke Seite gefahren, gezogen, nur um der jetzt doch hinter mir zu bleiben. What? Oh, 65. Oh. Vor allem, ich bin nicht mal annähernd auf seiner Spur. So, da ist halt massig Platz. Und er überholt trotzdem nicht. What a genius.
Ah, okay, ich glaube, er geht hinter an uns vorbei. Ich hoffe nur, für wir müssen jetzt gleich auf die linke Spur. Sieht aber doch, ja, doch, da ganz vorne bist du auf die linke Spur. Ah, dann beeil dich mal. Gut, oder er bremst wieder ab. Na gut. Dann halt nicht. Hattest du eine Chance? Bitte links halten. Santa Fe. Wo war jetzt? Fotoapparat. Medien, ne? Ja. Hä? Fotosymbol war doch da irgendwo. Ah, na gut. Hä? Ist auf der Seite? Oh, wow. So. Big E. Kriegt ja jetzt ein LKW so ein bisschen schön raus, so. Lieber so. Warte mal kurz, man kann doch auch hier. Die Straße war gerade Tag, obwohl Himmel noch Nacht war. Lol. Hä? Stimmt, der blitzt immer so durch. Ist jetzt ein Bug oder ein Feature? Aber ist keiner. Gut. Wir wollen, dass die Sonne so ein bisschen LKW beleuchtet. Ja, doch, so ist doch ganz gut. Perfekt. Reisegeschwindigkeit haben wir auch erreicht, sehr gut. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ich würde mal sagen, so gegen Mitternacht, wenn wir aber trotzdem mal einen Rastplatz aufsuchen, dann müssen wir den nächsten Tag so relativ so gegen 12 Uhr reinkommen. Dann können wir den gesamten Nachmittag mitnehmen und dann können wir dann in den Nachtrhythmus, also nachts schlafen, aber ich jetzt übergehen. Das heißt, ab 0 Uhr, die nächstgelegene Raststätte werden wir dann aufsuchen. Zumindest eine, wo wir auch reinpassen mit dem Auflieger. Der ist ja doch relativ groß.
Habe ich eigentlich hinten rundum Leuchte? Nö. Ja, traurig. Aber wenn ich jetzt ATS nicht mal mehr minimieren, also mit der Maus nicht mehr aus ATS rauskomme, dann kann ich ja auch gar nicht ATS offen lassen in der Folgenpause, also um OBS die Folge zu beenden und die nächste Folge zu starten. Oder ich muss mir dafür Shortcuts anlegen. Ist ja dumm. Weil bei Shortcuts habe ich dann immer Angst, dass ich dann irgendwelche Shortcuts nehme, die ich dann doch irgendwie aus Versehen auch in-game benutze und dann einfach mitten im Spiel auf einmal die Aufnahme unterbreche. Das wäre mir nicht so lieb. Ha? Ich meine, ich nehme generell dafür Tastenkürzel, so viele solche Sachen, die ein bisschen komplexer sind, sowas wie, weiß nicht, Steuerung, Alt-Leerzeichen oder sowas. Ja? Und dass man alle drei Tasten gleichzeitig in einem Spiel drückt, ist unwahrscheinlich, aber die Angst schwingt trotzdem mit. Oder es war nur Verschlucker und jetzt, wo ich ATS neu geschottet habe, funktioniert das auf einmal. Vielleicht kann man es auch irgendwo in den Optionen ändern, dass er die Maus nicht fangen soll. Dass es eine Option ist, die jetzt neu dazugekommen ist und standardmäßig aktiviert ist. Das mit dem Mausfang. Das aber dumm wäre. Ich meine, wir leben in einer Welt von Multiscreen-Systemen. Ja? Da ist es schon lange aus der Zeit gefallen, dass Spiele die Maus komplett gefangen haben, wenn sie nicht gebraucht haben. Also normalerweise ist es so, und so war es ja auch bei ATS früher, ja, solange wie ich jetzt hier im Spiel spiele und dementsprechend die Maus nutze, um zu lenken, ist die Maus natürlich gefangen. Sobald ich aber in irgendein User-Interface gehe, also zum Beispiel das hier, wo die Maus frei ist, kann ich normalerweise auch mit der Maus einfach aus dem Spiel raus und auf meinen linken Bildschirm rüber. Aber hier bin ich jetzt gefangen. Ich komme nicht mehr raus. Genauso wie rechts. Und das ist eigentlich etwas, was man heutzutage als Spielentwickler vermeidet. Wie gesagt, gerade eben vorhin, selbst als ich das Spiel minimiert hatte, war ja die Maus immer noch gefangen. So, danke dafür. Und das ist etwas, was man schon lange nicht mehr macht. Also das, die Zeiten, als, wo Spieler noch die Maus gefangen hatten, selbst als sie minimiert waren, ja, das war noch irgendwann so vor den 2000ern. Das ist lange, lange her.
Wie klingt das Lied so ein bisschen übersteuert, oder? Oder schneiden wir eine Kopfhörer? Kann nicht sein. Aber wenn die Frau singt, so ab und zu, dann klingt es so, als wenn ihre Stimme so ein bisschen übersteuert. Ah. Oh, da vorne kommt eine Raststätte, dann werden wir die gleich mal nehmen. Na komm, lass uns vorbei. So, wie kommen wir dann am dümmsten rein? Ich schätze, wir folgen dem Auto. Kein Problem. Ich finde eine neue. Wobei, ich kann gar nicht schlafen, merke ich gerade. Wow, Ronny, das war ja sehr intelligent. Ja. Hier ist eine Tankstelle, aber man kann hier nirgendwo pennen. Das ist wohl nur für Autos gedacht. Geil, Ronny. Und dabei sah es hier so schon groß aus. Naja, gut. So, die Frage. Ich kann mal kurz gucken. Options. Hier die Anordnung haben wir auch überarbeitet. So, Benutzeroberfläche. Zufällig Desktop, Hintergrund, gut, mit kleiner Navigation. Eigentlich eher nicht. Nee, hier ist nur. Genau, hier ist nur für Gamepad und so Scheiß. Das Knöpfe, Gameplay auch nicht, aber Grafik. Vollmodus, Helligkeit, Wettlimit, Level, Quality, ist noch nichts tun. Gibt gar nichts. Na gut, dann werden wir also so wie früher immer viel beenden. So. Dann, bis dann.